Welcome. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Mal wieder etwas für Nintendo Switch, zum Teil ein bisschen älter, zum Teil noch nicht so ganz, denn ich habe mir geholt die Ori Collection und das Plastik ist noch drauf, lass mich das zuerst wieder entfernen, ansonsten wird das ein bisschen doof schimmern und funkeln. Das wollen wir natürlich nicht. Versteht sich hoffentlich von selber. So, die Ori Collection. Warum habe ich mir die geholt? Weil ich nur sehr Gutes von den zwei Spielen gehört habe. Außerdem ist da so eine coole Eule drauf. Und ein Wesen. Ori Collection. Wir haben die Spiele Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps. Spiegelt immer noch so ein bisschen Kacke, aber was soll ich machen? Die preisgekrönte Sammlung erzählt die Geschichte eines jungen Waisen, der zu Heldentaten bestimmt ist. Die beiden von Moon Studios entwickelten, visuell atemberaubenden Action-Plattformer sind ein absolutes Muss. Mit handgezeichneten Grafiken, detaillierten, animierten Figuren und einem großartigen Orchester-Soundtrack. Das klingt doch schon mal gut. Ein liebevoll handgemachtes, narratives Spielerlebnis. Enthülle Oris wahre Bestimmung in einem storybasierenden, hochemotionalen Abenteuer mit beeindruckendem Soundtrack. Durchstreife riesige, exotische und wunderschöne Spielumgebungen. Stell dich epischen Gegnern und anspruchsvollen Herausforderungen. Begegne überlebensgroßen Bossen und finde Unterstützung bei einer Vielzahl interessanter Figuren, die dir helfen, das Rätsel um Oris Bestimmung zu lösen. Sehr schön. Diese Collection kam raus 2021. Ja, Ori The Collection. Ich bin sehr gespannt. Vermutlich werden wir in beide Teile kurz reinschauen, oder? Ich glaube, so wie ich gelesen habe, Teil 2, spielt nahtlos nach Teil 1. Deswegen würde es schon Sinn machen. Ja, was haben wir hier noch? Ich könnte mir hier noch den Soundtrack holen. Da ist ein Code drauf, den werde ich euch natürlich nicht zeigen. Ich möchte den Soundtrack selber haben. Versteht sich von selber. Das, glaube ich, werde ich mir dann direkt runterladen. Dann haben wir hier das Spiel. Scharf stellen bitte. Mehr oder weniger, ja. Leider haben wir hier kein Bild drin. Aber hier haben wir noch irgendwas. Irgendein Bildchen oder so. Poster? Ich weiß es doch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Vorsichtig. So. Hier sind kleine Karten irgendwie. Böser Geist. Spiel? Scharf stellen, ja. Dann haben wir hier ein Umgebungsbild. Mit einem kleinen Figürchen. Dann haben wir... Moment, ich könnte da ein bisschen ranzoomen. Sieht man es besser. Klug, ne? Dann haben wir hier ein Unwetter. Oder so. Oh, das nehme ich erst später. Und dann haben wir das hier. Eine riesige Gestalt, die ein bisschen böse aussieht. Wir haben hier die weiße Gestalt und einen riesigen Monsterfrosch. Und das letzte und scheinbar mein Lieblingsbild, das hier. Das sieht ziemlich cool aus. Schöne Bilder, schöne Bilder. Bin ich ein riesen Fan von. Packen wir mal alles wieder weg. So, alles da reinmachen. Und dann wünsche ich euch und mir, Moment. Wünsche ich euch und mir viel Spaß mit Ori. Respektive Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps. Viel Spaß und los geht's! Ja, und wir sehen uns zuerst Ori and the Blind Forest, die definitive Edition an. Sollen wir uns Ori and the Will of the Wisps auch ansehen? Ich denke, das machen wir, aber in einem extra Video. Jetzt wollen wir uns um Ori and the Blind Forest kümmern. Drücke A. Hilfe und Optionen, Filmsequenzen. Nee. Spiel starten. Wir haben... Wie viele Speicherplätze haben wir? Oh mein Gott. 10 Stück. Das ist ein bisschen viel. Hier. Leichter mal schwierig. Ein Leben. Wow, das ist ein bisschen heftig. Ori reagiert empfindlich auf den Schmutz des Waldes für fortgeschrittene Spieler.
Der Spieler, die eine gute Herausforderung suchen, durchschnittlich Schwierigkeitsgrad. Und hier keine Herausforderung. Wir nehmen mal normal. Weil, wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Aber ich bin sehr gespannt. Immer werden wir uns diese Nacht erinnern. Als Uri von mir ging in Sturm und Wind. Ist das Uri? Das leuchtende Blatt im Wind. Ich liebe die Atmosphäre gerade. Dieser Sturm, dieser Gesang. Gefällt mir jetzt schon. Aber warten wir es ab. Was bist du für ein dickes Vieh? Oh, das dicke Vieh bin ich, oder? Ja. Ja, ich kann mich bewegen. Ich kann springen. Ich drücke alle Tasten, die ich habe. Ich kann nur sehr beschränkt springen. Schwalbennest. Ich glaube, das ist wirklich nur so ein Atmosphärespiel und nicht irgendwie viel Action oder so. Wobei, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Oh, das Wasser. Das gefällt mir. Ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Dann spring. Oh. Da, das Blatt. Was bist du denn? Als Naru mein Licht an sich nahm. Sacht. Dann was? Als ihr eigenes Kind. Was sieht es sich an? Was ist das? Ist das jetzt Uri? Okay, ich kann springen. Ich bin schon viel agiler als der Typ zuvor. Viel mehr kann ich scheinbar nicht tun, nee. Ach, die Zeichnungen hier. Kann ich in den Hintergrund gehen irgendwie? Nee. Hätte mich auch verwundert. Oh, ist schon schön. Ist schon schön gemacht hier. Ne? Hallo? Yeah. Was machst du da? Oh. Noms. Aha. Diese Bäume hattet ihr schon. Verstehe. Kann ich den Korb mitnehmen? Nee, irgendwie nicht. Ist hier eine Schaukel. Kann ich schaukeln? Nee. Was kann ich denn sonst machen? Noch mehr Tasten drücken. Nee, kann ich nicht. Ach so, verstehe. Sehr knapper Sprung. Aber hat gepasst. Ganz viele Früchte. Und wir basteln uns eine Brücke. Einen Schluck Wasser nehmen. Und uns freuen. Ja, so ein Weg baut sich nicht an einem Tag. Was ist jetzt? Ich kann mich bewegen. Vermutlich sollte ich in die andere Richtung gehen, denn... Ja, hier geht's nicht weiter. Hätte ja sein können. Der stopft sich den Wanz noch weiterhin voll. Ich gehe mal nachschauen, was das war. In dieser schicksalhaften Nacht. Da war's. Tauchte ich den Himmel in flammendes Licht. Warum tust du sowas? Ich rief nach Uri.
Wer bist du? Halt mich fest. Ist es gefährlich draußen oder was? Sieht so aus. Deswegen haben wir uns in die schützende Höhle zurückgezogen. Es scheint viel Zeit vergangen zu sein. Die Zeichnung da an der Wand ist schon so ein bisschen verblasst. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Jetzt ist er wieder unterwegs. Wir lassen Ori scheinbar hier und gehen nach draußen. Oh, da ist noch eine Frucht. Die ist scheinbar auch verdorben, oder was? Was ist mit dem Wald passiert? Ich erinnere mich an die Zeit. Da oben, da ist noch was. Im Niedergang und ohne Licht. Ja, mehr gibt es scheinbar nicht mehr zu holen für uns. Hier. Der Wald. Nur blind und traurig war. Es möchte teilen. Aber er will nichts. Sieh einer an. Es kommt an die Bären. Doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Schnell zurückbringen. Was? Ich hoffe, das war nur eine Erinnerung. Ja, ist es. Okay. Ich hoffe, das wird jetzt kein trauriger Abschied, weil wir zu spät sind oder so. Was war das für ein Vieh da im Vordergrund? Geh weg. Mein Freund, ich komme. Ich habe was gefunden. Da bin ich doch schon. Hallo? Hier. Ich glaube, wir sind zu spät. Das ist scheiß traurig. Nun wieder eine Weise. Ganz allein. Ja, toll. Das Spiel motiviert ja zum Weitermachen. Ohne Grund zu bleiben. Okay, ich kann spielen. Ich kann nicht mal mehr springen. Ori ist so traurig. Auf der Suche nach meinem Licht. Da war's. So schwach und voller Leiden. Komm schon, du schaffst es. Sei stark. Kleine Ori. Als Schreie ungehört verhalten.
und alle Hoffnung verloren ging. Ja, komm, geh weiter. Pass auf dich auf, ja? Als die Kraft meines Kindes wich. Und der letzte Atemzug getan war. Was geschieht da? Die Wiese, sie erblüht. Ist das da hinten der Baum, den wir zu Beginn gesehen haben? Ich denke ja. Belebte mein Licht, Uri wieder und ein neues Zeitalter begann. Die Reise beginnt. Schön. Okay, Uri lebt scheinbar wieder. Spiel gespeichert, danke. Jetzt können wir scheinbar wirklich spielen. Ich bin unterschiedlich unterwegs. Was? Gedrückt halten, um höher zu springen. Verstehe. Geht doch. Waldsenke. Da komme ich nicht hoch. Tun die mir weh, die Dornen hier? Ich will es ehrlich gesagt noch nicht testen. Kann ich hier so ein bisschen schwingen? Ja, Tatsache. Nun? Nein, nicht runterfallen. Moment, ich teste es mal. Ja, die Dornen tun mir weh. Vielleicht soll ich da links rüber. Kann ich hier irgendwas tun? Nein. Was? Ich bin direkt tot? Warum? Wo soll ich denn hingehen? Das, um durch eine Plattform durchzudingsen. Was? Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem hinzugefügt. Zu einem was? Um Fähigkeitspunkte sammeln, verstehe. Okay, da oben soll ich vermutlich noch nicht lang gehen. Au. Was ist das da oben für ein Teil? Lass mich raten, ich sterbe im Wasser. Was haben wir da? Oh, ich habe Energie gefunden. Einen Lebenssplitter gefunden. Vitalität herstellen, sehr gut. Das sieht wiederum tödlich aus. Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk dran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Verstehe. Verstehe. Was ist das hier? Pilz. Den kann ich aber nicht agieren. Was? Was zur... Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Du hast etwas geisterlich gefunden. Verstehe. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Visuell macht das Spiel halt schon einiges her, würde ich sagen. Kann ich da unten durch? Kann ich. Und A drücken. So. Ah, hier kann ich was machen. Oh, was zum... Wie viele Dinge gibt's denn hier? Ich habe einen Punkt, ne?
Möglichst das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abklingzeit. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Ermöglicht es dir, drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Ich nehme mal das, aber wie funktioniert das? Gemeistert. Wie kann ich jetzt eine Flamme abfeuern? Ich drücke alle Tasten, aber irgendwie klappt es nicht. Gesperrt, gesperrt. Wie groß ist dieses Spiel bitte? Statistiken. Ja, aber... Wie kann ich jetzt zum Weltenbaum? Wie geht das? Drei Flammen abfeuern. Das hätte mir jetzt nicht gesagt, oder was? Tief im Wald fand Ori das Verlorene. Das Verlorene was? Kleines Licht aufnehmen. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaums. Ich hatte mich in dieser Schlucht verehrt, als sie ihren Griff lockte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das möchtest. Sei still. Hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Wer ist sie? Oh, Geisterflammen. Oh, so, verstehe. Okay. Was sind das für Viecher? Weg! Oh, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, diese drei Dingens. Oh, das war wirklich wichtig, dass ich das gemacht habe. Oh. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Oh, es war richtig scheinbar. Hohlhain. Da sind wir durchgegangen, scheinbar. Ja gut, kann ich jetzt da hingehen? Navigieren. Zoomen. Ja. Ja, aber... Wie kann ich jetzt da hingehen? Zwischen Spielerziel wechseln. Da hingehen. Weiter zoomen? Oder wie, oder was? Nee. Okay, es war nur die Karte. Muss ich scheinbar wieder zurückgehen. Was ist das für ein Knopf? Minus? Scheinbar, ja. Da muss ich hingehen, ich verstehe. Kann ich jetzt diese... Oh, ich kann diese Dinger kaputt machen. Pilze auf? Ne, die Pilze scheinbar nicht. Oh, das Spiel sieht gerade gut aus. Oh, ich kann das alles wegmachen, auch stark. Stellt euch mal vor, ich könnte drei Flammen nicht abfeuern, hätte nur eine. Oh nein. Weg da. Okay, ich kann nicht ins Wasser, ist ja gut. Was habe ich erhalten? Seelensplitter. Gehst du da weg? Autsch!
Okay, Spiel ist vermutlich nicht ganz so leicht, kann das sein? Ja, Karte. Das Spiel ist gar nicht mal so leicht, wie es aussieht. Ja gut, ich wollte halt testen, ob das Wasser tödlich ist, ne? Geht alles kaputt hier. Gespeichert. Habe ich halt zuvor nicht gemacht. Weg da. Und nicht ins Wasser, nein. Weg! Nicht mich treffen, bitte. Das da oben kriege ich nicht. Aha. Lass mich mal hier durchgehen. Geht weg da. Auch dich töten, bitte. Alles mitnehmen. Was ist das alles für Zeugs hier? Die Seelenverbindung ist bereit. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt werden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du mal erschöpft bist. Speicher mal. Und dann könnte ich mich teleportieren. Nee. Okay, was ist das da oben für ein... für eine Gestalt? Ein Käfer oder was? Scheinbar. So, dann baut sich mal da hoch. Oh, da haben wir angefangen. Da oben kam ich ja nicht durch. Mal sehen, ob das jetzt geht. Gemäß der Karte muss ich ja da lang. Yep. Ja, jetzt kann ich da durchgehen. Oh, Spiel sieht gerade super schön aus. Oh, noch mehr Gegner. Ja, du Viech. Habe ich da unten noch was? Nee, ich kann nicht da runter. Aber ich kann dann random das Spiel irgendwo speichern. Verstehe. Da habe ich noch einen Punkt. Die meisten Sammlerwerke werden von Ori angezogen. Das wäre, glaube ich, auch gut. Gib mir das. Drücke A und ja. Oh, verpiss dich. Was ist das für ein schönes Spiel, bitte? Ernsthaft? Was haben wir da? Schlüsselstein gefunden. Wer benötigt, ein Geistertore zu öffnen, bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl benötigt wird. Hier hoffentlich nur eins. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls war die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterraum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Warte mal kurz. Ist hier unten noch was? Hier zum Beispiel? Da würde ich dir zurückkommen, glaube ich. Oh, sieht gerade wirklich schön aus. Aber ich brauche noch einen zweiten von diesen Steinen. Das ist ja hauptspaßig. Was? Greif und versch... Oh! Oh! Weg da. Nein, ouch. Greifen und verschieben. Spiel speichern. Kann nie falsch sein. Ah, da. Da, 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 da. Und schon haben wir es. Nein. Bitte darüber und darüber und... Warum sind diese Viecher immer wieder da? Noch ein bisschen Fähigkeitspunkte. So, und geh... Nee, da unten. Ich wollte schon sagen. Aufmachen. Oh, Spiel sieht gerade wirklich wunderschön aus, ganz im Ernst. Bin ich gerade ein Fan von. Ich glaube, ich werde mich mal informieren, wie lange das Spiel geht. Ich muss zur Geisterhöhle, oder?
gehst du weg. Au, 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 au. Lass das. Hergeben. Was haben wir da noch? Eine Lebenszelle gefunden. Jetzt hast du mehr Vitalität. Auch schön. Weiter hoch komme ich, glaube ich, nicht. Was haben wir da noch? Riecht das kaputt? Nein. Okay, es scheint mir eine Art Metroidvania zu sein. Mit neuen Fähigkeiten kommt man weiter. Dummes Viech! Ich kann gerade nicht speichern. Geisterhöhle. Wie hört ihr das Geräusch? Geh weg da. Was haben wir da? Oh, wieder zwei Geisterteile. Okay. Was ist denn jetzt wieder passiert? Du hast einen Energiesplitter erhalten. Ich kann es gerade nicht lesen. Achso, jetzt kann ich wieder speichern. Was ist das da? Oh, habe ich mich da gerade geheilt oder so? Scheint so. Ja, ich habe mich informiert, wie lange das Spiel geht. Ich will es vielleicht durchspielen. Das sieht gerade wirklich schön aus. Du gehst mal weg. Da! Nein! Hergeben des Zeugs. Da oben leuchtet irgendwas Gelbes. Erstmal hier nach unten. Okay. Was ist das? Uri, das ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dient, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartenfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Okay, ja, ich frage mich, was das hier ist. Ah ne, das ist ein Geisterstein, aber... Ich komme da nicht durch, scheinbar. Das ist ein Geisterstein, das bringt mir nichts. Oben links würde mir das angezeigt werden. Hm. Warum ist dieser dumme Gegner jetzt wieder da? Will mir nicht gefallen. Weg da. Immer schön alles einsammeln. Okay, die Gegner spawnen wieder. Aber das ist gut, da kann ich meine Fähigkeitspunkte eigentlich immer farmen, oder? Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Das ist gut zu wissen. Man bewegt sich auch schön schnell, ja. Das hat richtig Spaß. Ich glaube, als nächstes werde ich mir das Teil holen, dass die Gegenstände direkt zu Uri gehen. Ich glaube, das kann nicht schaden. Besonders jetzt zum Beispiel. Jetzt komme ich ja nicht mehr zurück. Ah, ich brauche noch ein so ein Teil. Das kriege ich aber nicht mehr. Jetzt aber. Seelenenergie. Und Baum öffnen. So, nehmen wir das da. Geistermagnet. Oh, das Spiel ist ziemlich cool, Leute. Oder was sagt ihr zu solchen Spielen? Ich bin Fan von, ganz im Ernst. Oh, wie das alles hier aussieht. Was? Da waren jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Oder? Das war ein Geist, oder? Aber ein guter Geist, vermutlich. Noch mehr. Als sie verwüstete und tötete. Was ist das jetzt schon wieder? Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unseren Feinden angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spür das Licht von Phil, dem Geist darin. Licht absorbieren. Du hast den Wandsprung gelernt. Zu einer Wand hin und dann wiederholt B drücken, um nach oben zu springen. Verstehe.
Kann ich das gleich testen? Ja, kann ich. Es funktioniert einfach perfekt. Energiezelle gefunden. Leute, es funktioniert einfach perfekt. Das ist ein cooles Spiel. Jetzt komme ich überall hoch. Oh mein Gott, ist das cool. Gib mir das. Ah, ich kann keine Seelenverbindungen machen, wenn Feinde in der Nähe sind, verstehe. Verstehe. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Tut mir leid, wow. Nee. Will ich jetzt gerade nicht. Das klappt so gut. Ich werde wahnsinnig. Was ist das für ein Meisterwerk, bitte? Gut. Gehen wir darüber. Moment, schaffe ich den Sprung? Nein. Oh, aber riesiges Mistvieh. Autsch. Ich mach mal hier einen Teil. Gespeichert, ja, das wollte ich. Was ist das immer? Seelenverbindung ist wieder bereit. Oh, was sind das für Apparaturen da? Okay, hier sehe ich auch schon, was ich machen muss. Ist auch schön, dass das immer wieder angezeigt wird. So von wegen, hey, du kannst übrigens das und das machen. Das ist sehr nett. Warte, ich würde sagen, ich habe hier eine kleine Perle gefunden. Ganz im Ernst. Nein, so geht das. Ich muss den Stein bestimmt mitnehmen, oder? Ganz bestimmt. So, dann warten wir hier kurz. Okay. Alles gut soweit. Das kommt nicht gut, das kommt nicht gut. Oh doch, das kommt gut. Und ob das gut kommt. Ha, sieh einer an. Dann geht das da mal weg. Dann haben wir hier noch ein bisschen was, aber höher geht's nicht, nein. Ein Hebel. Und verschieben. Und dann bin ich... Oh, ist eine Abkürzung, weil ich jetzt da immer einen Wandsprung machen kann. Treffe ich das wieder? Treffe ich. Autsch. Und das ist das Kartenfragment da. Ich weiß auch genau, wo das hin muss. Geh weg. Ja. Nee, ich wollte eigentlich speichern. Machen wir gleich, nachdem wir hier die Karte... Das war doch hier, oder? Da unten war doch die Karte. Bin ich mir fast sicher. Ja, geht doch. ...56% der Waldsenke. Oh, das ist so cool, Leute. Ich muss jetzt da hoch, da wo es noch leuchtet, und dann da links hoch und dann... ...da. Okay, hoch und dann links. Ich verstehe. Moment, jetzt kann ich auch hier rüber. Ja, aber da ist ja nichts. Da ist ja nichts. Machen wir mal sowas hier. Perfekt. Ich kann Speicherpunkte quasi mitnehmen. Das ist sowas von cool. Das ist wirklich sowas von cool. Da oben. Achso, diese Blume da. Gibt mir solche Seelenenergie. So, jetzt habe ich auch genug von diesen Steinen. Und ich kann weiter. Oh, ich liebe das Spiel gerade. Ja, ein sehr cool gestaltetes Metroidvania. Hier kann ich nicht durch den Boden durch, nein. Was ist das für brutale Orte hier? Ich kann da nicht durch, nein. Aber ich kann da rüberspringen. Die Steuerung ist wirklich super. Oh, Geisterdingens. Die Steuerung fühlt sich wirklich sehr gut an. Autsch. Oh, sehr gut.
ich bitte da hochgehen und darüber? Gibt's bestimmt irgendwas hier. Ja, was ist das? Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie sich und machen uns den Weg frei. Ich habe nicht genug. Hm, toll. Wie sieht denn das auf der Karte aus? Mit Minus, ja. Oh, ich bin komplett falsch. Ah, nee, bin ich nicht. Da ist so ein Durchgeweg, den man nicht gesehen hat. Aha. Ultra Secret gefunden. Was war das gerade? Da kommt was runter. Hier will ich nicht durch, das ist gefährlich. Aha. Jetzt krieg ich nicht kaputt da. Ah! Zu spät gesehen. Oh Gott, das wird gefährlich. Schieß! Okay, es dauert ultra lange, bis die Dinger hier schießen. Oh, das wird gefährlich da. Au. Zielverbindung ist bereit. Das nutze ich doch gleich. Okay. Ich kann die Dinger nicht zerstören. Ah, hier auch? Ah, komm schon. Ich habe doch gerade eben gespeichert, somit ist es wieder fair. Geistertor. Oh. Ich brauche 4 Dinge. Ich habe aber nur 3. Warum bin ich jetzt instant gestorben? Weil das Instant-Death-Zeugs ist, oder was? Okay, verstehe. Alles gut. Wie gesagt, das Spiel scheint... ein bisschen herausfordernd zu sein. Oh, die Pflanzen selber tun mir auch weh. Hm. Ich muss die Dinge immer wieder einsammeln. Wisst ihr was? Wir speichern hier kurz. So geht doch das. Und öffnen. So, wir spielen das Ganze jetzt schon ungefähr 40 Minuten. Ich denke, es reicht auch, um zu sehen, was wir hier für ein Spiel vor uns haben, würde ich sagen. Traurig fanden sie mich vor. Schlafend und still. Der Geisterbaum, Leute. Was ist das? Komme ich auch noch nicht durch. Ja, da hinten ist der Geisterbaum, Leute. Wir erzählten Uri die Geschichte ihres fehlgeleiteten Willens. Ja, aber die Geschichte werden wir nicht mehr erfahren. Denn für dieses Video reicht es. Das war Uri in the Blind Forest. Ein, wie ich finde, fantastisch aussehendes, gut spielendes und spaßig aussehendes Metroidvania. Leute, das war's für heute mit Game zum Montag. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.